Servus, moin moin. Na, schönen guten Tag. Heute schauen wir uns mal wieder Memes und Clips an, die ich gefunden habe, während ich verschlafen mit Kruste in den Augen in meinem Bett lag. Ja, mehr brauche ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Gehen wir direkt rein. Aber gehen wir bloß nicht so rein wie in diese Hüpfburg. Welcher kranke Designer hat sich das überlegt und hat sich nicht irgendwie gedacht so, hey, das könnte vielleicht irgendwie komisch aussehen am Ende. Ich meine, da gehen Kinder rein. Welcher Designer für Kinderhüpfburgen denkt sich, oh wow, hey, das wäre doch voll lustig, wenn der Schneemann vorne so eine Öffnung hätte, die rumflattert. Oh, blau, 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 das sieht echt ein bisschen zu sus aus. Ich distanziere mich von dieser Hüpfburg. Ach Gott, was müssen sich die Eltern denken, die dorthin gehen? Ich meine, das checkt man doch, oder? Die armen Kinder werden schon im frühen Alter psychisch gestört. Super, klasse. Ich weiß nicht, wer sich von euch aktuell in einer Beziehung befindet. Wahrscheinlich nicht so viele. Aber Dinge mit seinem Partner zu machen in einer romantischen Beziehung ist auch einfach mal nice. Und genau das haben sich die hier gedacht. Dort haben einfach ein paar Mädchen ein TikTok gemacht mit ihren Freunden. Wow, richtig süß. Die Jungs nehmen sich einfach ihre Freundin und gehen damit weg. Cool, cool, cool. Wer auch immer hier gelacht hat, dort los. Schämt euch. Bah, das ist Bodyshaming. Habt ihr keinen Respekt? Aber woher kam jetzt auf einmal diese Werbung für diesen Bagger? Hat mich überzeugt. Ich werde es kaufen. Der erfüllt auf jeden Fall seinen Job. Oh mein Gott, ist das ehrenlos. Wer auch immer das bearbeitet hat, hat wirklich schlechte Gedanken. Der ist echt ein schlechter Mensch. Aber wieso wusste ich, dass jetzt dort ein Bagger kommt und nicht einfach ein Typ, der sie hochhebt und mitnimmt? Wieso wusste ich es? Schon als ich sie gesehen habe aus der Ferne, wusste ich, gleich passiert etwas Gottloses. Und mein Bauchgefühl hat mich natürlich nicht enttäuscht. POV, du pennst bei deiner besten Freundin und ihr bekommt um 0 Uhr LW, aka Langeweile. Was steht da? Hey, Babe, Treffen morgen, 17 Uhr, Stadt? Okay, cool, ein Liebesbrief. Cool, bekommt jetzt das dein 14-jähriger Freund oder was geht ab? Wollt ihr mich verarschen? Was sind das denn für schlimme Mädchen? Die legen einfach diese Liebesbriefe bei irgendwelche random Leute in die Briefkästen. Yo, das ist wirklich eine Stufe zu weit. Ihr müsst euch mal vorstellen, wegen diesen zwei Gören wird irgendein Familienstreit eskalieren und wahrscheinlich wird der 50-jährige Heinz seine Frau deswegen verlieren, weil sie denkt, dass sie ihm fremd geht, ey. Oder das kann man doch nicht machen, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Die wollten sich einen Spaß machen, aber zerstören wahrscheinlich auf Ernst eine Beziehung. Die zerstören einfach 20 Jahre Hochzeit und Liebe nur mit einem kleinen Spaß, weil sie um 0 Uhr Langeweile hatten und sich gedacht haben, hey, 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 lass mal die Nachbarschaft hochnehmen. Ich sag dir ehrlich, das ist maximal respektlos. Aber Props für die Idee, das ist schon gut. Ich könnte nichts versprechen, dass ich das nicht damals auch gemacht hätte, wäre ich ein Mädchen gewesen. Aber nee, nehmt euch da bitte bloß kein Beispiel dran, Mann. Das geht doch echt nicht. Wenn ihr sowas macht, ihr sammelt böses Karma auf Lebenszeit. Wie wollt ihr das wieder gut machen? Wie wollt ihr das rechtfertigen, dass sich wirklich der 50-jährige Heinz mit seiner Frau streitet und die Ehe zerbricht und die sich scheiden lassen und deswegen ihre zwei, drei Kinder komplett unglücklich werden, weil sie in einer abgefuckten Welt leben zwischen Vater da, Mutter da? Ey, nein, 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 nein. Das ist wirklich too much. Bro, what are you doing? Okay, alles klar. Und das ist wahrscheinlich auch noch der 50-jährige Heinz, ne? Der dachte auch, er ist jetzt Sherlock Holmes-mäßig Detektiv, Geheimoperation unterwegs und wird nicht beobachtet und kann auf ganz sneaky peaky so ein Foto machen. Na, na. Ich will nicht wissen, was er mit den Bildern später noch macht. Ich hoffe einfach mal an das Gute in den Menschen und denk, er wird schon, ja, wird schon nichts passieren, ne? Und by the way, was ist das für ein gutes Handy? Der Zoom ist ja echt nice. Ich brauche das Handy, wo bekomme ich das her? Oh nein, ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt anschnallen, weil ansonsten falle ich vom Stuhl. Deswegen, Seil ist drum, ich bin festgebunden an meinem Stuhl und Abfahrt. Ey, du dummes Sau, bist du hässlich? Voll scheiße. Okay, den Schülern sind auf einmal Eier gewachsen. Oh Mann, Leute, wegen euch bin ich jetzt voll alleine. Ja, das stimmt mit dir. Und wie sieht's jetzt aus? Look at me. Zusammen sind wir stark. Oh no, Kriege.
Was habe ich hier gerade angeschaut? Genau das kommt dabei rum bei so einem Projekt in der Schule, wo sich die Lehrer dachten, hey, komm, wir machen mal ein cooles Video gegen Mobbing. Das wird bestimmt cool abgehen, ne? Die Leute werden uns bestimmt supporten. Also mal abgesehen von der schauspielerischen Leistung, ne? Dort konnte wirklich niemand seine Rolle ernst nehmen. Der kleine Breda muss sich auch schon wegdrehen, weil er nicht ernst bleiben kann. Er denkt sich auch nur so, Scheiße, in was bin ich hier reingeraten? Und auch krasse Armee, die auf einmal aufgestanden ist, ne? Auf einmal stehen 500 Schüler auf, ja? 500 Schüler stärken ihr den Rücken. Das ist eigentlich ein Video gegen Mobbing, ne? Aber ich weiß ganz genau, dass die zwei Jungs, den sehe ich direkt in ihrem Gesicht an, dass sie die absoluten Troller sind und nur in der Schule machen. Die sind wahrscheinlich auch noch die Mobber. Die sind dafür verantwortlich, dass sich andere Kinder schlecht fühlen und zu Hause weinen. Und jetzt machen die dort in so einem Video mit. Eigentlich ist sowas cool gedacht, aber nicht mehr im Jahr 2024. Und dann ist auch noch hochzuladen, so. Die Armen dachten sich so, jetzt, das geht voll viral. Und die Nachrichten berichten darüber und nur positive Kommentare, so. Ey, endlich habt ihr Mobbing gestoppt. Geil. Ihr seid unsere Retter. Und dann gucke ich in die Kommentare. Tutorial, wie man mehr gemobbt wird. Oh no, Kringe. Ich finde es so cool, dass du mit deiner Social Media Reichweite ein wichtiges Thema ansprichst und sie vor allem dafür nutzt. Mach weiter so. Ach, halt die Fresse einfach. Ich vermisse das Ich, was ich vor 15 Sekunden war, ja. Genau das kann ich unterschreiben. Wow, 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 wow. Amanakorom. Das macht's auch einfach nur schlimmer. Könnt ihr mal zu... okay, gut, das reicht. Ja, was lernen wir daraus? Macht auf gar keinen Fall solche Videos, das bringt nichts. Ich glaube wirklich, dass wir in einer Simulation leben, weil anders kann ich mir diesen Diebstahl hier nicht erklären. Nein, da kommt jetzt nicht wirklich jemand aus dem Lieferando-Rucksack raus, oder? Wie oft hat der Bruder hier vorne bitte Rücken trainiert, dass er ihn tragen kann? Das ist wirklich ein Diebstahl wie im Cartoon. Goofy, ah, Cartoon Robbery, man. Und es hat wirklich funktioniert, ne? Es hat wirklich funktioniert, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Aber ich sag's doch so, wie es ist. So ein Hustle muss belohnt werden, Bro. Das ist der cleverste Raub, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Haus des Geldes und so kann einpacken. So bestiehlt man richtig. Und es hätte fast geklappt, wäre da keine Kamera gewesen. Naja, schade. Was muss sich der Chef gedacht haben, als er das irgendwann auf der Überwachungskamera gesehen hat? Der muss doch gar nicht mehr auf sein Leben klargekommen sein. Und wo wir gerade so beim Thema Hustle sind, ne? Ich find's ja auch ganz cool, so wenn Obdachlose versuchen aus ihrer Situation was zu machen, sich einen kleinen Groschen dazu zu verdienen und irgendwie wieder ins richtige Leben zurückkommen wollen. Aber ich weiß nicht, ob Essen da der richtige Weg ist. Der macht nicht wirklich diese Burritos oder was auch immer das ist auf der Straße, oder? Was zum Teufel ist das denn? You know what? I said boom, give them to me. At the end of the day, we buy more expensive stuff inside the stadium, we support them. Why not support the street vendors, man? Wie? Warum sollte man die nicht supporten? Ja gut, ich sag dir ehrlich, wenn du das supporten willst, dann viel Spaß. Viel Spaß, dir den verdammten Magen auspumpen zu lassen, zwei Wochen später. Das kann er doch nicht ernst meinen, oder? Nein. Der macht da wirklich diese verdammten Burritos mit diesem rohen Fleisch oder keine Ahnung, was das ist. Und dieser Saucy Morsi einfach auf der Straße und rollt das zusammen. Hände natürlich auch nicht gewaschen, komm. Wenn du diesen verdammten Burrito isst, dann hast du vielleicht den Obdachlosen supportet, aber du hast auch gleichzeitig das Bestattungsunternehmen supportet, weil du früher sterben wirst. Ich bin hier auf ein Interview gestoßen in irgendeinem Meckes oder keine Ahnung, was das ist von solchen Jugendlichen. Und naja, seht einfach selbst. Würdest du sie Freibad alleine lassen? Nein. Auch nicht. Das ist eine wundervolle Frage. Da gibt es eine einfache Antwort. Nein. Warum? Okay, also es geht hier so um Freundinnen und was die Freundin darf und was die Freundin nicht darf. Also erstmal, wir leben im Jahr 2024 und Frauen und Männer dürfen das Gleiche in der Beziehung. Hier wird niemand unterdrückt. Würdest du sie Freibad alleine lassen? Nein. Auch nicht. Und die erste Frage ist, ob sie Freibad alleine darf. Also ich schätze jetzt mal so, der Bruder ist vielleicht 16, 17, maximal 18, okay? Und der lässt seine Freundin nicht ins Freibad. Okay. Neuer Andrew Tate. So viele Jungs. Zu viele Jungs im Freibad. Ja, guter Punkt. Hat mich überzeugt. Ich stimme dir zu. Ja, aber was, wenn sie so mit Mädchen so chillen möchte, so mit ihren Freundinnen? Da kann sie auch einfach normal rausgehen. Aber was, wenn sie so Sommer 30 Grad, die will so raus? Geht nicht. Sommer 30 Grad, sie darf einfach nicht raus. Auch nicht mit ihren Mädels. Sie darf nicht raus. Stell dir mal vor, so Sommer 30, 35 Grad. Alle Leute haben draußen den Spaß ihres Lebens und sie chillt zu Hause alleine. Sie darf nicht raus. Alle ihre Freunde sind draußen, haben gerade wirklich die Zeit ihres Lebens. Den größten Spaß und sie darf nicht raus. Geht nicht. Du darfst nicht raus. Du musst zu Hause bleiben. Ohne mich geht das nicht raus. Darf sie sich freizügig anziehen? Nein.
Darf sie auch nicht. Sie muss auch im Sommer mit Pullover und langer Hose rumlaufen. Und Mütze auch noch. Und Handschuhe auch noch. Soll sie im Sommer im Pullover rumlaufen? Nein, aber man soll halt nicht Ausschnitt und so sehen. T-Shirt geht doch. Ja, aber wenn sie es nicht will. Da hat sie Pech, dann soll sie nicht mit mir zusammenkommen. Oder ist doch so, oder? Wo bin ich hier, Salame? Oha, 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 okay, wir haben hier den Top-G vor uns, ja? Ey, chill doch, du bist doch wirklich gerade mal 16, was geht ab? Mach doch erstmal deine Schule fertig, wie kann das sein? Wie soll das funktionieren, dass ein Mädchen auf dich hören muss? Bro, chill, du musst doch selber noch auf deine Eltern hören. Ich habe keine Ahnung, was bei dem Typen im Leben vorgefallen ist, ne, aber der hat wirklich Vertrauensprobleme, sein Vater, ne? Der vertraut ja niemanden. Was soll die Freundin noch machen? Soll die so einen GPS-Tracker am Bein tragen, damit du weißt, wo sie überall ist? Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Also ich kann definitiv sagen, der Bruder hat wirklich ein bisschen zu viel Andrew Tate geguckt. Der ist ja komplett auf seinem Film. Und wer auch komplett auf seinem Film ist, ist dieser Koch hier. Was geht da schon wieder ab? Das ist wieder ein Lifehack, den man eigentlich nicht braucht. Genau das kam dabei rum, als ich das erste Mal zu Hause alleine kochen wollte ohne Mama. Genau das kam dabei rum. Ich habe mich gefühlt wie der Oberchef, aber am Ende kam nur Scheiß rum. Stell dir vor, du gehst irgendwo teuer essen und das passiert einfach hinten in der Küche. Du denkst dir so, boah, voll das edle Restaurant und hinten ist das der Chefkoch. Der macht nebenbei noch TikTok mit deinem Essen. Which bed you smashing in the hardest? Alter, wow, das ist hart, Mann. Stell dir vor, du kommst mit deinem Date zu Hause so, ihr geht in das dunkle Zimmer rein, du machst das Licht an und dann sieht sie diese Bettwäsche. Die reißt sich direkt die Klamotten vom Leib, die ist komplett verrückt nach euch. Wow, 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 das ist auch heftig, Mann. Da würde ich gleich noch eine zweite Version rausbringen, die so aussehen wie diese Burritos hier und man sich dann so einkuscheln kann. Was ist das denn? Das ist ja nicht mal lustig oder so, das ist einfach eine Schlafparalyse, die man da drin bekommt. Stellt euch vor, während ihr da drin schlaft, wackelt das Ding so hin und her. Das wackelt die ganze Zeit vor, zurück und euch wird schwindelig und ihr kotzt alles voll. Ja nee, das würde ich jetzt auf jeden Fall nicht benutzen. Ja, das ist mein Favorite Bett. Das will ich haben. Das brauche ich. Shoutout übrigens an alle Obdachlosen, die kein Bett haben. Habe ich Obdachlose hier als Zuschauer? Gibt es hier wirklich ein paar Obdachlose, die sich dieses Video gerade so unter der Brücke reinziehen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Und apropos, schreibt's mir in die Kommentare. Leute, das war's mit dem Video. Und wenn ihr wollt, dass ich mir diese Bettwäsche hier hole, gebt einen Daumen nach oben. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.